Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute schauen wir uns mal an, ob sich Cayo Perico alleine überhaupt lohnt, ob das schwer ist oder, naja, ist es gut machbar? Ich weiß es nicht, beziehungsweise ich weiß es schon, aber ich möchte es euch mal zeigen. Grundlegend ist schon mal die Sache so, dass wir auf jeden Fall, wenn wir alleine spielen, die Nebenbeute auf jeden Fall zuerst mal holen sollen. Nicht erst danach, sondern davor. Und ich würde vorschlagen, wir holen uns mal die Nebenbeute aus dem Flughafen. Und da fahren wir zuerst mal mit der Longfin mal hin. Ich würde euch empfehlen, bei der Vorbereitungsmission auf jeden Fall die Longfin zu holen. Das ist in meinen Augen einfacher und viel, viel besser zu handeln, weil wenn ihr die Kosak da nehmen tut, dann kommt ihr sehr schlecht zum Flughafen und die Nebenbeute ist schlecht zu holen. Als allererstes, wenn ihr dann mit dem Boot hier am Flughafen angekommen seid, dann solltet ihr auf jeden Fall das Boot mal so schräg an dem Strand hinstellen, sonst ist nachher weg und ihr kommt nicht mehr zum Unterwasserzugang, deswegen so schräg hinstellen. Ja, und als nächstes gehen wir in diese Halle hier hinein und ihr könnt, ihr müsst nicht diesen Kerl hier niedermelzen, aber ihr müsst nicht, ihr könnt auch warten, bis er dran vorbeigelaufen ist und dann erst reingehen, also ihr müsst nicht. Dann gibt es hier unten immer Beute und in der ersten Etage und da kommen wir nur mit dem Gabelstapler hin, aber das sehen wir dann gleich. Wenn euch die Beute dann nicht langt, dann ist auf der gegenüberliegenden Seite meistens in der anderen Halle auch noch was drin. Aber zu 95% ist die eigentlich immer genügend. Ja, um Elite auf jeden Fall zu erreichen, solltet ihr unter 15 Minuten die komplette Heist schaffen und eure Taschen sollten komplett gefüllt sein, aber das ist absolut kein Problem. Wie gesagt, hier ist meistens genügend Beute vorhanden. Also, so, jetzt haben wir schon mal 212.000 schon mal eingesammelt. Das hört sich vielleicht auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel an, aber ihr könnt mir glauben, das ist eigentlich ausreichend, wenn ihr alleine spielt. So, jetzt nehmen wir den Gabelstapel, nehmen mal die Box und fahren an das Gitter hier heran und dann könnt ihr über den Gabelstapler, über die Box, dann in die erste Etage hochlaufen. Das ist für die meisten Leute auch kein Problem. Das schafft ihr. Also einmal hoch auf den Gabelstapler, auf die Kiste und dann einmal hoch. Und dann seid ihr schon hier am Gitter. Und das könnt ihr dann aufschweißen und die nächste Beute holen. Also ihr seht, ich habe jetzt nur dreimal Beute gehabt und mit dreimal Beute haben wir auf jeden Fall unsere Tasche gleich voll. In den wenigsten Fällen ist da eigentlich nur Bargeld drin und ihr kriegt die Tasche nicht voll. Aber wie gesagt, ihr könnt auch auf der gegenüberliegenden Seite dann in die Halle reinlaufen und da den Rest holen. Also das ist absolut machbar. So, haben wir unsere Tasche voll. Ihr seht unten rechts, Beuteltasche grün. Bedeutet, die ist randvoll. Und jetzt können wir eigentlich zum eigentlichen Heist. Und jetzt steigen wir wieder in unserem Boot ein, in die Longfin. Ihr seht, die ist schon zurückgetrieben. Aber wenn ihr das so hinstellt, bleibt sie hier hängen an dem Stein hier. Und ihr könnt ganz locker und easy einsteigen. Mit der R1-Taste könnt ihr übrigens scharfe Kurven mit dem Boot fahren. Und
Ja, ganz, was heißt scharfe Kurven? Enge, einfach enge Kurven. Ja, wenn euch das gefällt, dass ich euch Missionen, heißt und so weiter zeige, dann hinterlasst doch gerne einen kostenlosen Abo auf meinem Kanal. Ich freue mich über jeden einzelnen Abo und Kommentare könnt ihr natürlich selbstverständlich auch da lassen. Und wenn ihr irgendwas besser wisst oder ja, Tipps und Tricks und so weiter, könnt ihr es gerne auch hinterlassen. Ich lerne auf jeden Fall gerne dazu. Ihr könnt, wie gesagt, gerne auch Kommentar hinterlassen. So, wenn ihr dann hier angekommen seid, dann springt aus dem Boot. Am besten nicht zu nah an der Wand, dann könnt ihr ganz locker hinschwimmen. Und vergesst natürlich die Atemmaske mit der linken Pfeiltaste zu drücken, damit ihr ausreichend Luft habt. Und dann müsst ihr mit der R2-Taste hier das Gitter aufschneiden. Also ich mach das immer mit hin und her. Ich für mich am einfachsten. Es gibt auch Leute, die das ganz langsam von links nach rechts machen. Das geht auch. Aber ich bevorzuge das mit schnell hin und her. Das geht genauso schnell. Ja, jetzt haben wir das sozusagen geöffnet und dann können wir schon reingehen ins, dann können wir reingehen ins Gebäude und dann zeige ich euch die nächsten paar Sachen, die ihr auf jeden Fall achten solltet. Ihr solltet, wenn es geht, recht zügig die Route laufen, die ich euch zeige, dann habt ihr zu 95% immer den Schlüssel, also den Kellerschlüssel immer an der gleichen Stelle und die Schlüsselkarten, die sind auch dort immer in der Nähe. Wenn ihr wild um die Karte rumlauft, dann kann es passieren, dass ihr dann ziemlich viele Leute abknallen müsst, um die Karten zu bekommen. Aber wie gesagt, hier recht zügig hinlaufen und die zwei Herrschaften da vor uns, die haben meistens die Schlüsselkarten, wenn ihr das zu zweit spielen solltet. Aber wir spielen alleine, deswegen brauchen wir absolut keine Schlüsselkarten, weil unsere Tasche ja schon voll ist. Und ihr lauft komplett hier durch. Und den hier, den müsst ihr leider abknallen. Das macht ihr bitte nur hier in dieser Ecke hier, sonst werden die von dem Wachen gesichtet und der Alarm schlägt los und ja, dann dürft ihr das entweder von vorne spielen oder euch durchkämpfen. Ihr habt es gesehen, hinter dem Gitter, den einen habe ich auch erledigen müssen, weil er zu 95% meistens immer den Schlüssel hat für den Keller. Den hier müsst ihr nicht umnieten, aber ihr könnt. Der bleibt eigentlich ja immer stehen und bewegt sich nicht. Und an den hier könnt ihr, wenn ihr wollt, auch dran vorbeilaufen, wenn ihr euch in die Ecke stellt. Aber ich finde es einfacher, wenn ihr den einfach umnietet und dann kommt ihr ganz locker hier ins Büro rein. Und warum laufe ich hoch? Ich laufe nur hoch, weil ich mir erhoffe, dass ich ein bisschen Geld aus dem Tresor hole. Diesmal waren es bloß 20.000. Das ist lächerlich. Also den Weg hätte ich mir sparen können. Aber manchmal sind auch 80 drin, 85.000. Dann lohnt sich schon. Also im Grunde genommen laufe ich immer hoch. So, dann laufen wir hier mal links runter, dann können wir hier direkt in den Keller runter und schon sind wir eigentlich relativ schnell bei der Hauptbeute. Ihr seht, das ist eigentlich absolut easy und mit zwei, drei Leute abknallen, den kompletten Heist durchzuführen, richtig easy. So, diesmal zeige ich, wie man das mit den Fingerabdrücke macht. Ihr seht, ihr fangt einfach ganz oben an mit dem Runden an. Einmal runter, einmal nach rechts. Das dritte, einmal zweimal nach rechts und immer so weiter. Also ich zeige es euch nochmal. Also zuerst mal die oberste Rundung oben und dann sucht ihr die nochmal
und dann einmal nach rechts und immer so weiter. Also es ist ganz easy und ganz einfach. Ihr braucht nicht mal zu überlegen. Das ist richtig, richtig easy. Ja, so, und jetzt können wir auch schon zur Hauptbeute. Ich habe diesmal den pinken Diamanten. Das ist in der, wenn es nicht gerade die Statue gibt, eigentlich das Höchste, was man eigentlich bekommen kann. Und ja, das kommt eher selten vor, dass man den bekommt, aber ab und zu mal bekomme ich den auch schon. So, mit der R2-Taste unten rechts am Balken könnt ihr sehen, ihr dürft nicht bis zum Ende drücken, weil sonst verbrennt ihr euch, so wie ich das gerade gemacht habe. Immer loslassen, draufdrücken, loslassen, draufdrücken. Eigentlich, dann ist es kein Problem. Ja, was bekommt man jetzt für den pinken Diamanten? Ich glaube 1,4 oder sowas. Dann haben wir jetzt alleine schon mal 1,8 Millionen. Und ich würde sogar behaupten, ihr seid alleine schneller als zu zweit, weil ihr immer auf den anderen ein bisschen achten müsst, eventuell auch warten müsst oder sowas. Deswegen würde ich sagen, ihr seid alleine auf jeden Fall viel, viel schneller und ja, in meinen Augen einfach einfacher, ja. Dann draußen angekommen. Normalerweise, wenn ihr dann zu zweit, zu dritt oder zu viert, dann könnt ihr links rumlaufen zum Wasser. Ich mache das anders. Wenn ich alleine bin, nehme ich mir hier das Motorrad. Müsst ihr aber bloß eins beachten: Die Wache wird auf jeden Fall entdeckt. Und zwar von hier kommt ein Fahrzeug und sieht dann die Leiche, dass sie da liegt, und der Alarm geht los. Ich mache das, weil bis die Wache dann gekommen ist und das entdeckt hat, dann bin ich eigentlich schon über alle Berge. Und da heißt, ich ist eigentlich schon vorbei, bevor eigentlich der Alarm losgegangen ist. So, und an dieser Stelle tut ihr dann praktisch hier ins Wasser springen. Vielleicht ein bisschen eleganter wie ich, aber es geht auch. So, und jetzt ganz wichtig, die Atemmaske wieder aktivieren, linke Pfeiltaste, und dann schwimmt am besten unter Wasser. Das geht viel, viel, viel schneller. Und wenn ihr gerade an dieser Stelle runter gejumpt seid, dann ist dieser Graben hier, und einfach diesen Graben entlang schwimmen, und das ist der kürzeste Weg nach draußen. Ihr seht es gleich, das ist richtig, richtig schnell und einfach. Ja, Leute, ich würde sagen, Cayo Perico alleine lohnt sich auf jeden Fall. Geldtechnisch auf jeden Fall. Zeitlich auch. Ihr seid auf jeden Fall schneller. Das Einzige, was wegbleibt, ist vielleicht der Spaßfaktor mit Freunden und so weiter. Das bleibt halt natürlich weg, aber ansonsten trotzdem. Von der Kohle her gesehen absolut viel, viel besser als zu zweit, zu dritt oder zu viert. Ich habe jetzt dann auch, weil ich unter 15 Minuten war, keine Hacks fehlgeschlagen sind, meine Beutetaschen voll sind, bekomme ich die Elite-Herausforderung und ihr bekommt noch 100.000 GTA-Dollar obendrauf. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Und wie gesagt, hinterlasst doch gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden. Dankeschön und bye. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work.